Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer Bald von meinem Simulator, glaube ich, hier in FIFA 20. Und ihr seht ihr schon, ja, wir sind nicht mehr am selben Punkt wie in der letzten Folge. Denn ich habe gerade die eigentlich nächste Folge aufgenommen. Und was passiert? Ich will die Aufnahme beenden, kann sie nicht beenden. Irgendwie geht es dann doch nach einer Minute warten oder so. Und dann versuche ich die Datei zu öffnen. Das Ganze geht nicht und ich kann die ganze Folge in die Tonne schmeißen. Und ja, ich wollte jetzt auch hier nicht das alles wiederholen, denn es ist ziemlich viel passiert und auch Dinge, die man so nicht wiederherstellen kann. So, starten wir rein. Ich will das ganz schnell aufarbeiten. Reingestartet sind wir, soweit ich weiß, mit dem Spiel gegen Stuttgart erstmal ein Sieg. Problem bei dem Spiel, Hendricks, unser Keeper, hat sich verletzt, sodass er 6 Wochen ausfiel. Dann haben wir Paul Hase von der Laie zurückgeholt. Der hat sein erstes Spiel gegen Hamburg gewonnen. Nächstes Spiel gegen Frankfurt haben wir verloren. Wir haben ein paar Talente rausgesucht, das zeige ich euch gleich nochmal. Dann das große Halbfinale gegen Leverkusen. Mein Traum vom Pokalfinale, er sollte wahr werden, denn wir gewannen 2 zu 2 nach 120 Minuten im Elfmeterschießen mit 4 zu 3. Paul Hase hat da definitiv seinen Beitrag also geleistet mit seiner 72. Also krasses Downgrade zu Hendricks. Das war erstmal ganz wichtig. Das war richtig emotional in dem Spiel. Dann haben wir gegen Mainz noch gewonnen. Und dann waren noch 3 Spiele zu spielen. Wir brauchten noch einen Punkt, um den 2. Tabellenplatz sicher zu haben. Und spielten gegen den 3. gegen Leipzig. Verloren mit 3 zu 0 tatsächlich. Aber dann kam die Erlösung. Denn wir gewannen gegen Hoffenheim. Durch ein Tor von Yannick Schneider, den wir wieder glücklich machen konnten. Er ist nicht mehr auf der Transferliste, ein ganz wichtiges Zeichen. 2 zu 1 und dann am letzten Spieltag haben wir Gianluca Korte nochmal seinen Abschluss geboten, da er seine Karriere jetzt beendet. Wollte da gerne nochmal spielen, durfte er, haben wir leider 1 zu 0 verloren. Ist aber nicht so schlimm. Und jetzt eben in einer Woche das große Pokalfinale gegen RB Leipzig. Kommen wir zum nächsten Problem. Und zwar hatte sich Dalot eine rote Karte noch im letzten Spiel eingesammelt. Heißt, er fehlt im Spiel gegen Leipzig. Wir haben 3 neue Talente. Einmal Bergmann, ganz okay. Dann Vandenberg, auch ganz okay. Und dann ein Megatalent mit Radmann. Der hat Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Ist auch schon im Training, ebenso wie Vandenberg. Und auf die beiden habe ich richtig Bock in der Zukunft, vor allem auf Radmann und eine Flügelkombination aus Radmann und Groß. Wäre schon eine geile Geschichte oder irgendwie Winter, Radmann und dann Groß als ZM oder so. Keine Ahnung, auf das hätte ich auf jeden Fall richtig Bock. Und ich habe auch richtig Bock gegen RB Leipzig selber zu spielen, denn das Spiel gehen wir zum allerersten Mal in dieser Karriere selbst an. Zuvor erste Trainingseinheit, hier seht ihr auch Radmann, Vandenberg, diesen neu. Ansonsten Brewer, Groß und Schulze, die sind noch aus der vorherigen Folge dabei. Und ja, dann geht es jetzt rein gegen Leipzig und ich freue mich einfach unfassbar auf die Partie. Klar, da möchten jetzt alle gerne spielen, Korte wird aber dort nicht spielen und dann wird Jari verscheren. Ich denke darüber nach, aber Tonali wird definitiv spielen. Rein geht es nun also endlich. Ins große DFB-Pokalfinale. Endlich spielen wir das erste Mal mit dieser geilen Mannschaft. Und ich bin so gespannt auf all unsere Spieler. Und natürlich auch auf die Spieler von Leipzig. Denn die haben, glaube ich, eine richtig starke Mannschaft. Haben wir selbst ja auch schon erlebt. 3-0 unter anderem gegen sie im Rückspiel in der Liga verloren. Und das sieht doch mal richtig geil aus. Das Mannheim-Zeichen dort auf der Tribüne. Und ja, das große Finale. Leipzig. Ich glaube, 3. oder 4. in der Bundesliga, ich glaube 4. gegen den Vizemeister aus Mannheim. Und wir haben ja wirklich so viele geile Jugendspieler heute mit dabei. In der Startelf sollten alleine, ja tatsächlich, 5 oder 6 stehen. Und hier sehen wir nochmal die Wege der Mannschaften. Wir eben in der Folge, die ihr leider nicht gesehen habt, ganz knapp im Elfmeterschießen weitergekommen. Damals noch mit Paul Hase im Tor. Heute ist zum Glück wieder Hendricks bei uns zurück. Gulaschi auf der anderen Seite im Tor. Das ist schon ein echtes, ja, ist ein echter Brocken da hinten drin. Das kann man sagen. Unsere Startelf Hendricks, wie gesagt, im Tor. Fischer heute als Rechtsverteidiger, denn Diego Dalot fehlt ja leider. Rezos, Endika davor als Innenverteidiger. Schneider spielt links. Tonali, Walter, die Doppel-6. Davis, Ferreira, Winter davor. Und vorne drin natürlich Brink, unser Top-Torschütze.
Dann wollen wir gleich nochmal gucken, wie Leipzig heute hier angehen wird. Ein paar Spieler haben wir schon gesehen, unter anderem ja Gabriel Jesus und Williams, so ausgesprochen, Gulaschi im Tor. Tyler Adams wird wohl heute Rechtsverteidiger spielen, Ginter, Martinez und Nastasic. Eine Fünferkette also, Angelino dann wohl links. Genau, eine Fünferkette, davor Haidara, Sabitzer und Obliakov, Ex-Spieler von uns. Jesus und Williams spielen vorne drin. Eine interessante Mannschaft. Auf Obliakov werden wir natürlich auch ein Auge werfen. Ex-Spieler von uns. Bei uns, ich glaube, nur ein Jahr gespielt. Dann weitergezogen zu Leipzig vor dieser Saison. Und heute, ja, steht er eben den alten Kollegen gegenüber. Brink mit seinen 1,70 wird jetzt hier anstoßen, wie auch immer. Es geht rein in die Partie. Ich habe richtig Bock. Und das gleich das 1-0 für Leipzig. Was war das denn bitte? Ich bin gerade komplett geschockt. Obliakov spielt ihn raus auf Sabitzer. Der Ball kommt glücklich zu Williams. Und der haut das Ding da per, naja, einigermaßen Fallrückzieher rein. Ganz bitterer Start für uns. Nach 5 Minuten bereits der Rückstand. Winter geht ab. Und wenn da jetzt mal jemand hinterherkommt. Brink in der Mitte. Und Tor, Ausgleich. Ferreira macht es, der Neuzugang aus dem Winter. Macht 5 Minuten nach dem Rückstand hier den Ausgleich. 10 Minuten gespielt. Es wird wohl eine eher muntere Partie. Denn es sind bereits 2 Tore gefallen. Für beide Seiten 1. Und das war ganz stark von Winter, wie er sich dort durchgesetzt hat. Brink hat noch Pech. Und dann ist Ferreira zum Glück zur Stelle, macht den Ausgleich. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Denn ich, ja, so ein frühes Gegentor tut immer besonders weh. Brink auf dem Weg und unten läuft Winter oben. Wäre ein Davis, frei Davis 2-1. 14. Minute, Spiel gedreht innerhalb von 3 Minuten und Davis haut das Ding mit dem rechten Fuß, glaube ich, rein. Und Winter, nächste ganz wichtige Aktion, die Vorlage dieses Mal auch bringt, war wieder mit dabei. Die beiden carryen mal wieder ein bisschen. Also hier Winter, tolle Hereingabe für Davis, es war kein Abseits und der haut ihn volle Kanne mit rechts rein. Überhaupt keine Chance mit Gulaschi, das war einfach nur perfekt von uns. Und somit führen wir hier im Pokalfinale. Oh, das ist saugut gespielt. Und da ist Winter durch Winter zurückgelegt auf Ferreira. Und der macht den Doppelpack. Und Winter ist einfach nur geil. Und auch Brink war ganz, ganz wichtig in der Entstehung dieses Treffers. Vielleicht sehen wir es gleich nochmal. Aber Winter, der ist schon richtig geil. Ferreira Doppelpack, auch das natürlich eine starke Leistung. Sollte man jetzt hier nicht unter den Scheffel stellen. Aber Brink war auch ganz wichtig bei der, ja, Eroberung des Balls, bei der Einleitung dieser Chance, hat den Ball auf Winter rausgespielt. Der hat ein so enormes Tempo, läuft da jedem Spieler davon, legt zurück auf Ferreira und der haut das Ding in die Maschen. 3-1, ja, solide Führung mittlerweile. Es gibt eine saugute Freischussposition für Leipzig. Mal gucken, wenn sie den direkt machen, ist er geführt schon drin und Hendricks Riesenparade vom holländischen Keeper. Das war ganz, ganz wichtig. Den hält nicht jeder. Toller Freistoß erstmal von Sabitzer. Und dann ist er da. Wie ein Navas, wie ein Ochoa natürlich. Hechtet er zum Ball und kann hier diesen Freistoß klären. Wir nehmen die Ecke noch mit. Obliakov macht er sie kurz. Nein, er schlägt sich lang rein. Und wieder ist Hendricks da. Und kann den Ball klären. Zweiter Ball übers Tor. Schneider für Davis. Davis, der ist genauso schnell wie ein Schneider oder wie ein Winter oder wie ein Brink und läuft jetzt hier einfach mal durch. In der Mitte steht da jemand bereit. Das ist Winter und das ist der Pfosten. Aber was für ein Krafteinsatz hier bei diesem Kopfball. Also wow, der ist 1,70 der Junge. Und dann haut er hier so viel Kraft dahinter. Nicht schlecht. Oh, nächste Gelegenheit für Leipzig. Ich glaube, es war Gabriel Jesus. Ja, der war's. Also es bleibt hier spannend, auch wenn wir aktuell souverän führen. Walter unten, Walter, Gulaschi und Brink über die Linie, 4-1. Gerade noch habe ich gesagt, es bleibt hier spannend und jetzt steht es 4-1, denn Brink trifft auch hier wieder. Ist tatsächlich schon der beste Schütze im Pokal und jetzt macht er auch hier im Finale sein Tor. Ganz wichtig, Davis mit dem Ball rüber auf Walter, dann ist Gulaschi erst da.
dann kann das irgendwie, Martinez ist das, glaube ich, klären, erst also den abblocken und dann kommt Brink da noch ran, macht hier das 4:1. Oh, jetzt kommt Leipzig nochmal vor der Halbzeit, 4:2, Anschlusstreffer, wieder ist es Williams und der macht hier den Doppelpack. Das war nicht gut verteidigt von uns und das, ja, kann man einfach nur Leipzig in diesem Fall den Treffer einfach nur zusprechen. Ndicka hier, klarer Fehler von ihm und dann, ja, macht das Williams einfach eiskalt. Keine Chance für Hendricks, da noch irgendwas rauszuholen. Oh, auch die zweite Halbzeit startet Williams und Gabriel Jesus. Irgendwie kommt da noch ein Fuß dazwischen, dann ist es abseits. Also Leipzig, die erhoffen sich hier zu Recht noch etwas, denn es bleibt spannend. Vielleicht können wir aber ein bisschen Spannung rausnehmen mit Walter. Walter! Und da ist das 5:2. Der nächste Jugendspieler, der trifft nach Brink. Und hat noch irgendeinen Jugendspieler getroffen? Eigentlich müsste es das... Nee, tatsächlich nicht. Davis, Ferreira, Doppelpack. Jetzt hier das 5. durch Walter. Der macht hier das Ding. Und ja, er ist ja aktuell noch Stammspieler. Aber er hinkt halt diesen Riesentalenten ein bisschen hinterher, mit einer 83 deutlich schlechter als Brink und Winter. Dennoch macht er hier natürlich das Tor, womit er absolut Geschichte geschrieben hat. 5:2, was ist denn hier los? Wir wechseln das erste Mal, Walter geht runter, Korte kommt rein, Gianluca Korte kriegt die Ehre und darf ganze 26 Minuten, ja, DFB-Pokalfinal Luft schnuppern, das ist natürlich eine geile Geschichte für ihn. Der hat uns von Anfang an begleitet und jetzt bis zum Ende hier, bis zum ersten Titel. Und deshalb gönne ich ihm diesen Einsatz von Herzen. Nächster Wechsel bei uns, Davis geht runter, nein, Schneider geht runter. Dafür kommt Groß rein, ein großes Talent. Davis jetzt als Linksverteidiger, Groß geht ins linke Mittelfeld. Einfach mal ein bisschen ihn ausprobieren. Ich habe richtig Bock auf ihn, ihn einfach mal auf dem Platz zu sehen. Denn er ist ja ein Riesentalent und das ist kein Problem für Hendricks. Auch unseren dritten Wechsel wollen wir noch nutzen. Ferreira geht raus, Jari Verscheren kriegt nochmal ein paar Minuten hier im Pokalfinale. Und dann müsste jetzt hier jede Sekunde Schluss sein. Jari Verscheren rennt nochmal rauf wie ein Bekloppter. Der hat natürlich noch Power. Das ist Winter, das ist Brink, der jetzt hier geschickt wird. Der ist unfassbar schnell und der kann auch schießen und das gibt hier, ja, kein weiteres Tor für uns. Und jetzt müsste Schluss sein und das ist es auch. Waldhof Mannheim gewinnt den DFB-Pokal. Der erste Titel nach 500 Millionen Jahren für Waldhof Mannheim. Wir haben es geschafft gegen Leipzig. 5:2, wie damals Dortmund gegen Bayern 2012 im Finale. Gewinnen wir mit 5:2. Gianluca Korte war mit dabei. Ich bin einfach nur stolz auf die Mannschaft. Es ist ein Riesenerfolg, was wir aus diesem kleinen Team gemacht haben. Und noch ist diese Reise ja nicht zu Ende. Das ist der erste Höhepunkt auf unserem Weg zum Champions League Titel. Und das heißt es jetzt erstmal absolut zu genießen. Die Trophäe wird gleich überreicht und es geht natürlich an Tonali, unseren Capitano, der vor der Saison gekommen ist. Und ja, geil, einfach nur geil, wir gewinnen den DFB-Pokal. Was soll ich sagen? Niklas Winter, der beste Feldspieler heute, der beste Spieler aber war Hendricks. Der hat so viel da hinten gehalten, bisschen Glück auch dabei gehabt, alles scheißegal. Jetzt hier der Pokal in 3, 2, 1, da ist das Ding. Wir sind DFB-Pokal. Sieger und ich bin einfach nur glücklich, dass das alles noch geklappt hat, nachdem jetzt hier ja die letzte Folge am Arsch ist und ja, trotzdem haben wir das, glaube ich, ganz gut gelöst, sind einfach glücklich, dass wir das Ding hier geholt haben und nächstes Jahr heißt es Champions League und da bin ich sehr, sehr gespannt, was noch alles so passieren wird in Sachen Transfers, vielleicht den Verein ein bisschen umstrukturieren, müssen wir alles mal gucken, vielleicht noch mehr auf die Jugend setzen. Tonali, ab in die Fanscharen hier. Das ist einfach ein schönes Bild. Waldhof Mannheim, DFB-Pokalsieger 2024, glaube ich. Und wow, einfach nur wow. Da können die gerne mal ein wenig durchdrehen. Dann gibt es hier natürlich noch das offizielle Teamfoto für, ja, diesen Pokalsieg. Hier sehen wir es nochmal eingeblendet. Leider steht das gar nicht dabei. Das würde mich nochmal interessieren, in welchem Jahr sind wir. Ich glaube 2024. Ganz sicher bin ich mir nicht. Paul Hase hat einen Riesenanteil daran. Dank seinen Elfmeter-Killer-Fähigkeiten sind wir überhaupt erst ins Finale gekommen. Ferreira wird hier als bester Spieler gekürt. Für mich war es Niklas Winter und natürlich der gute Hendricks.
Tatsächlich ist es sogar das Jahr 2024. Meine Stimme ist absolut fertig. Wir beenden an dieser Stelle sofort diese Folge. Lasst gerne einen Daumen nach oben da für diesen Wahnsinns-Pokal-Fight und diesen Pokalsieg. Und lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr von Waldhof Mannheim oder der PES Manchester United Karriere oder der PES Bayern Karriere verpassen wollt. Wir sehen uns dann morgen beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht es gut und ciao.